Ich begrüße zum ersten Webinar von Smartphone Entdecken, Grundlagen mobiler Betriebssysteme. Ja, ich freue mich, dass einige den Weg hierher gefunden haben und wir wollten heute Abend ja mal so ein bisschen die Vor-Ort-Veranstaltung nochmal eine kleine Wiederholung machen und nochmal auf die Grundlagen von Android und iOS eingehen. Ich habe mir gedacht, der Vorschlag von mir heute Abend, dass wir einfach nochmal schauen, warum sehen eigentlich alle Android-Geräte unterschiedlich aus? Wie ist eigentlich so die grundlegende Bedienung einzelner Android-Geräte? Was ist die Statusleiste? Was verbirgt sich dahinter? Wie komme ich in die Einstellungen? Wie verändere ich Helligkeit, Schriftgröße? Wie verbinde ich mich mit einem WLAN-Netzwerk? Die Displaysperre, Apps einsehen, deaktivieren und die Zugriffsrechte einstellen. Ähnliches Pendant auch bei den iOS-Geräten. Da die Gruppe ja so klein ist, frage ich jetzt einfach mal vom Ablauf, ist das so okay? Oder gibt es noch, ich sag mal, weitere Themen oder Fragen, die ihr gerne noch mit aufgenommen haben wollt? Können ja jetzt spontan darauf reagieren. Daraus, habt ihr noch Fragen konkrete mitgebracht? Nö. Ja, doch. Ja, bitte? Ja. Was kann die Ursache sein, wenn E-Mails nicht rausgehen? Nicht aufgehen? Ja, nicht, die gehen gar nicht raus. Raus, okay. Mhm. Gut. Kann ich direkt mal darauf antworten, das kann einfach eine fehlerhafte Konfiguration vom E-Mail-Konto sein. Man muss ein E-Mail-Konto hier einrichten auf dem Smartphone. Und wenn dort die Ausgangswege, das Passwort, wenn da irgendein Fehler drin ist, dann wird die E-Mail natürlich nicht versendet. Ja, aber das war nicht das erste Mal, dass ich an diese E-Mail-Adresse geschickt habe. Das passiert nur bei einer konkreten E-Mail-Adresse? Bei zweien jetzt. Okay, dann kann es vielleicht daran liegen, dass diese E-Mail-Adressen nicht mehr gültig sind und die dann auch. Ach doch, ja, das ist ja auch mein Institut. Doch, das müsste eigentlich noch gültig sein. Ja, okay. Das ist natürlich schwer zu sagen, ohne in die Einstellung zu gucken. In der Regel ist das eine Einstellungssache. Ja. Wenn das nur an ein oder zwei E-Mails liegt, dann kann das auch am Mail-Anbieter auch liegen. Das ist jetzt nichts, was man am Smartphone irgendwie konkret einstellen kann. Okay, ja, danke erstmal. Okay. Ja, wie sehen oder warum haben wir es eigentlich mit Android-Geräten? Ich frage mal so, sind hier Apple-User heute Abend da? Weil wenn wir nur Android-Leute haben, dann kann ich mir den Apple-Teil größtenteils sparen und mache zum Schluss einfach nur noch die Zusammenfassung für die Aufzeichnung. Okay, dann konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf Android-Systeme. Ihr werdet gemerkt haben, wir haben bei Android irgendwie immer das Phänomen, wenn wir bei anderen Leuten aufs Gerät gucken, dass die Oberflächen immer anders aussehen. Das macht es irgendwie schwierig, auch einheitliche Auskünfte zu erteilen. Ich hatte das mal gezeigt. Ich kann das jetzt auch hier nochmal kurz demonstrieren. Ich schalte mal gerade um auf meine andere Kamera. Und zwar habe ich hier zwei Android-Geräte. Das eine ist ein Nokia-Gerät. Ja, Nokia macht wieder Smartphones. Da läuft ein Android One, heißt das, läuft das drauf. Und das hier an der Seite ist ein Huawei Mate 20 Pro Smartphone. Und da sieht man schon, dass die Farben, die Oberflächen, die Bedienung, dass die total unterschiedlich sind. Und das macht es in der Tat auch etwas schwierig, gerade bei so Veranstaltungen allgemein gültige Auskünfte zu erteilen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, gehen Sie mal in die Einstellung und gucken Sie mal unter Display, dann kann die Hälfte der Anwesenden sagen, okay, bei mir heißt das nicht Display, bei mir heißt das Anzeige. Oder bei mir heißt das Bildschirm oder wie auch immer. Deswegen muss man jetzt einfach gucken, das, was ich jetzt zeige, gilt für diese Systeme. Und da muss man auch schauen, ob man diesen Transfer dann einfach findet zum eigenen Gerät. Woran liegt das? Google ist im Prinzip ein kostenloses Android oder ein Betriebssystem, was von der Firma Google zur Verfügung gestellt wird. Und die einzelnen Smartphone-Hersteller, also in diesem Fall Huawei oder auch Nokia oder auch LG oder Samsung, die nehmen sich jetzt dieses kostenlose Betriebssystem und passen das an die Bedürfnisse und an die eigenen Funktionen an.
Die Smartphones haben alle unterschiedliche Funktionen und da wird die Software dran angepasst. Die kriegen dann eine eigene Oberfläche noch verpasst und daran liegt es, dass die alle dann auch unterschiedlich aussehen. Anders ist es bei iOS, bei Apple. Da sieht die Oberfläche eigentlich in so ziemlich allen Versionen relativ gleich aus. Heute Abend wird iOS 13 als neuestes Betriebssystem eingespielt. Im Moment ist iOS 12 noch aktuell. Und iOS 12, iOS 11, das sind die Namen der Betriebssysteme, die sehen noch relativ, ja, eigentlich gleich aus. Und auch von der Bedienung her sind die relativ einfach. Ich wähle mich jetzt einfach mal mit meinem Huawei Smartphone hier mit rein und gebe den Bildschirm dann mal frei, damit wir einfach uns mal mit so grundlegenden Funktionen des Smartphones und des Android-Betriebssystems beschäftigen können. So, jetzt öffnet sich jetzt hier ein neues Fenster und ich gebe jetzt hier den Bildschirm frei. So, wunderbar. Das ist jetzt die Oberfläche von meinem Huawei-Smartphone und die Bedienung, die ist eigentlich bei allen Smartphones mit Wischgesten möglich. Das heißt, wenn ich mit dem Finger nach links oder nach rechts wische, habe ich auch andere Oberflächen, wo ich auch Apps, also diese Programme, die Applikationen auch ablegen kann. Eine ganz wichtige und wesentliche Geste, das ist das Streichen vom Displayrand, vom oberen Displayrand nach unten. Da öffnet sich die sogenannte Taskleiste oder die Statusleiste. Hier kann man einmal beziehungsweise zweimal herunterwischen und ich sehe zum einen Benachrichtigungen. Jetzt in dem Fall sehe ich, dass 6 App-Updates verfügbar sind, die ich gleich installieren werde. Ich sehe, dass das Zoom-Meeting gerade stattfindet und aufzeichnet. Und ich sehe hier oben verschiedene Symbole, wo ich schnell an Funktionen drankomme. So kann ich zum Beispiel, Sie sehen das blau hinterlegt, Wi-Fi Connect. Ich bin jetzt hier mit einem WLAN-Netzwerk verbunden. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann wird die Verbindung zum WLAN-Netzwerk unterbrochen. Genauso kann ich jetzt hier nebendran Standort, der ist jetzt nicht aktiv, also die GPS-Funktion vom Smartphone. Wenn ich die aktivieren möchte, kann ich da draufklicken und Sie sehen, das wird jetzt blau. Das heißt, jetzt ist das GPS-Modul im Smartphone aktiv. Genauso kann ich jetzt hier auch den Flugmodus einstellen oder die Taschenlampenfunktion nutzen etc. Diese Anzeige, die kann ich auch verändern und zwar ist im oberen Bereich zwischen der Uhrzeit und dem Zahnrad ist ein Stiftsymbol. Da klicke ich jetzt mal drauf. Sie sehen, das ist so ein bisschen hinterlegt hier. Und jetzt komme ich in ein Menüfeld, wo ich die einzelnen Schalter neu anordnen kann. Das tue ich, indem ich einfach mit dem Finger lange drauf drücke und sie entsprechend verschiebe. Das geht im Prinzip bei jedem Smartphone ähnlich. Der Zugang könnte oder das Stiftsymbol sich vielleicht an einem anderen Ort befinden, genauso wie das Zahnradsymbol für die Einstellungen. Und das ist nämlich auch immer ein schneller Weg, um auch in die jeweilige Einstellung des Smartphones auch reinzukommen, über das entsprechende Zahnradsymbol. Und wie komme ich jetzt an den Stift, wenn ich kein Huawei habe? Der ist je nach Betriebssystem ist das anders. Das muss irgendwo sein. Ich kann Ihnen das jetzt auch mal hier beim Nokia-Smartphone zeigen. Ich trete hier gerade mal der Videokonferenz bei. Gebe meinen Bildschirm frei. So, und hier ist es jetzt auch, dass ich bei dem Nokia-Smartphone von oben runterwisch, einmal und zweimal. Also ich muss zweimal runterwischen. Und Sie sehen, der Stift, der befindet sich jetzt nicht oben, wie es bei dem Huawei-Smartphone war, sondern er befindet sich unten. Unten rechts ist das Zahnradsymbol und dieser kleine Stift. Ja. Und wenn ich hier draufklicke, dann komme ich auch in einen Bereich, wo ich die einzelnen Felder entsprechend verändern und neu anordnen kann. So. Wichtig ist einfach zu wissen, dass man entsprechend bei einigen Smartphones muss man nur einmal runterwischen,
Bei anderen Smartphones muss man zweimal runterwischen. Noch hier geht jetzt der Weg direkt in die Einstellung rein. Ich mache jetzt mit dem Nokia-Gerät weiter. Ist bei mir nicht. Bitte, haben Sie nicht? Bei mir auch nicht. Nee, bei mir, ich habe ja auch dieses Huawei, aber ein älteres. Da kommen diese ganzen Sachen erst, wenn ich die Einstellung aufmache. Ich habe hier nur die Zeit und was weiß ich, noch vier andere Punkte und die sind alle. Ja, die Funktionen, die können je nach Betriebssystem, können die auch unterschiedlich sein und auch nach Alter des Betriebssystems. Ja. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Huawei-Smartphone haben, was jetzt noch mit einer ganz alten Android-Version läuft, Android 4 oder Android 5, nee, 8, dass die Zugänge da etwas anders sind. Ja. Genau. Ich möchte Ihnen das jetzt einfach erstmal zeigen und wie gesagt, wir würden nachher dann die Gelegenheit nutzen, auch nach der Aufzeichnung gerne nochmal in Ihr eigenes Gerät auch nochmal reinzuschauen. Ich gehe jetzt hier am besten mal über die Kamera. Genau. So, und Sie sehen jetzt, dass sich jetzt hier mein Kamerafeld beendet hat. Je nachdem, welche Anzeige Sie jetzt in der Zoom-Videokonferenz haben, können Sie, wenn Sie mit der Maus auf das Fenster, auf das kleine Fenster geht, wo die Kamera ist, da sehen Sie drei Punkte für die Einstellungen. Und da können Sie jetzt auch sagen, das Video anheften. Und dann wird das Video, wo jetzt die Kamera gezeigt wird und die Smartphones gezeigt werden, die werden bei Ihnen dann groß dargestellt. So, wir wollen jetzt einfach dann mal einen Blick in die Einstellungen werfen. Runter auf das Zahnrad. Und hier gibt es jetzt die verschiedenen Einstellungsoptionen. Und die eine Frage war ja, wie ich mich mit einem WLAN-Netzwerk verbinde. Bei einigen Android-Smartphones hat man jetzt schon direkt die Funktion WLAN. Hier ist jetzt die Option Netzwerk und Internet. Das sehe ich aber auch unten drunter. WLAN und Mobilfunknetz, Datennutzung, Hotspot. Klicke ich hier drauf. Und dann sehe ich hier direkt die Option mit WLAN. Hier der Schalter zeigt, dass das WLAN-Modul gerade aktiv ist, dass ich mit einem WLAN-Netzwerk verbunden bin. Und wenn ich hier draufklicke, werden mir hier verfügbare Netzwerke angezeigt. Möchte ich mich jetzt mit einem WLAN-Netzwerk verbinden, mit dem hier zum Beispiel, muss ich einfach nur draufklicken und dann brauche ich aber ein Passwort, ein WLAN-Passwort. Das muss ich eingeben und erst wenn ich das WLAN-Passwort habe, dann verbindet sich das Smartphone auch mit dem drahtlosen Netzwerk. Wichtig zu wissen, ein Smartphone kann sehr viele WLAN-Netzwerke abspeichern. Das heißt, wenn Sie sich mit einem WLAN-Netzwerk irgendwo verbinden, bleibt das, wo Sie schon, oder bleiben die Netzwerke, mit denen Sie schon verbunden waren, die bleiben Ihnen erhalten. Und wenn Sie dann zu Hause zum Beispiel sind, verbindet sich das Gerät dann automatisch mit einem abgespeicherten WLAN-Netzwerk in Ihrer Umgebung. Der zweite Punkt war, Apps und ja, sortieren, Zugriffsrechte einrichten. Das ist jetzt auch immer ganz unterschiedlich, je nach mobilen Betriebssystem. Bei meinem jetzigen, bei dem Nokia, was ich jetzt hier habe, oh, ich bin hier gerade aus dem Meeting rausgeflogen. Das macht jetzt aber auch nichts, wir sind ja hier in der Kamera. Genau. Habe ich die Option Apps und Benachrichtigungen. Bei dem Huawei-Smartphone gucken wir direkt auch mal nach, wie der Zugang heißt. In den Einstellungen heißt der Menüpunkt nur Apps. Bei älteren Smartphones, bei denen eine alte Android-Version installiert ist, muss man über einen Menüpunkt Geräte oder Speicher gehen. Und das ist jetzt auch von Gerät zu Gerät unterschiedlich. Wichtig ist zu wissen, eine elementare Änderung gab es nach der Android-Version Nummer 7. Wenn Sie herausfinden wollen, welche Android-Version Sie installiert haben, gehen Sie in die Einstellungen und scrollen ganz nach unten. Dort gibt es entweder den Menüpunkt System oder Telefoninfo. Wenn ich jetzt hier draufklicke, bekomme ich hier unterschiedliche Informationen über das Telefon, Softwareaktualisierung etc. und kann mir hier zum Beispiel anzeigen lassen, dass hier die Android-Version 9 installiert ist. Schön.
Wenn bei Ihnen die Android-Version 6, 5 oder 4 installiert ist, wird das, was ich Ihnen jetzt gleich zeige, nicht funktionieren, weil, wie gesagt, die Regulierung der Zugriffsrechte erst ab Android 7, das ist so ungefähr vor 3 Jahren rausgekommen, ja, erst möglich ist. Wir gehen zurück in die Einstellungen, jetzt hier im Bereich der Apps. Und jetzt habe ich hier zuerst mal die Übersicht der Apps und der Berechtigungen. Unter Apps sehe ich jetzt erstmal sämtliche Apps, die hier auf dem Smartphone installiert sind. Und wenn ich auf eine App draufklicke, kann ich sie stoppen oder ich kann sie deinstallieren. Oder ich kann mir auch die Benachrichtigung einstellen, die diese App mir gibt. Oft ist es ja so, unterschiedliche Apps geben dann Benachrichtigungen auf das Smartphone, dass eine neue Nachricht eingekommen ist oder dass es Neuigkeiten gibt. Das kann ich hier unter Benachrichtigung einstellen. Und unter Berechtigung kann ich einstellen, worauf die App auf mein Smartphone zugreifen darf. Es gibt verschiedene Bereiche vom Smartphone, die Kamera, Kontakte, Mikrofon, Speicher, Standort. Und viele Apps oder einige Apps, die greifen einfach auf Bereiche zu, die sie im Prinzip gar nicht brauchen. Der Peter Knag, Datenschutzbeauftragter von der Stiftung Warentest, berichtete bei den Auftaktveranstaltungen von einer Taschenlampe-App, die auf das GPS-Modul zugreifen wollte. Das brauchst du natürlich nicht, um zu erleuchten. Im Bereich Berechtigung sehe ich jetzt nicht die Apps, sondern ich sehe die unterschiedlichen Bereiche, die Zugriffsbereiche vom Smartphone. Das heißt die Anrufslisten, Kalender, Kamera, Kontakte. Und wenn ich mir so einen Zugriffsbereich aussuche, sehe ich, welche App darauf Zugriff hat. Das heißt, Berechtigung für Kontakte, in diesem Fall ist es die E-Mail-App, ist es die Google-App, Play-Dienste, Kalender, Kontakte. Und wenn ich jetzt nicht mehr möchte, dass der Kalender auf die Kontakte zugreift, kann ich hier den Zugriff einfach entziehen. Das ist eine recht einfache Geschichte. So. Wie gesagt, das Ganze ist erst ab der Android-Version 7 möglich. Bei der Version 4, 5 und 6, die immer noch verkauft werden, ist das leider nicht möglich. Machen wir mal gerade kurz einen Schnitt. Gibt es von Ihrer Seite jetzt gerade noch mal Fragen dazu oder Punkte, wo Sie jetzt gerade gar nicht mitkommen? Vielleicht nur als Ergänzung. Bei mir steht, ich habe Version 6, aber diese ganzen Sachen, die Sie gezeigt haben, habe ich hier auch drauf. Ja, aber Sie können natürlich die Apps löschen, das kann man in jeder Version, aber Sie können die Zugriffsberechtigung nicht einstellen. App-Berechtigung habe ich hier eine ganze Liste. Bei Android 6? Ja. Und da können Sie einstellen, welche App auf welchen Bereich zugreift. Kamera, Kontakte, Sensoren, Mikrofon, SMS, Speicher, lalala. Würde Ihnen das was ausmachen, das gerade mal freizugeben und zu zeigen? Oder mach ich das? Sie können das vielleicht auch gerade mal in die Kamera halten. Dann schaue ich mir das jetzt hier anheften. Ah, das ist jetzt nur hell. Mit dem Licht schlecht, ne? Ja. Geht nicht. Nee. Okay. Naja. Gut. Dann. Weil ich habe gerade geguckt, ich habe Version 6, ne? Haben wir ja gerade geguckt. Okay. Ja, okay. Okay. Khalid, du bist ja auch da. Darf ich dich mal gerade bitten, quer zu recherchieren, ab wann Zugriffsrechte bei Android, ich sag mal, regulierbar sind? Ich meine, das ist ab Version 7 und ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Mhm. Im Chat kommt jetzt noch mal eine Nachricht von Gunther. Ich sollte doch auf die Konsequenzen hinweisen, die auftreten, wenn man die Rechte entzieht. So, meist streikt die App, sagt er. Es ist so, eine App braucht, um zu funktionieren, bestimmten Zugriff auf Bereiche vom Smartphone. Wenn ich eine Navigations-App habe, die braucht natürlich Zugriff auf das GPS-Modul, weil Navigation, die mir nicht sagen kann, wo ich bin, die bringt mir erstmal nichts.
Ja. Genauso Zugriff auf Kontakte ist sinnvoll, dass ich sagen kann, ich will jetzt zu Herbert Müller fahren, da muss ich die Adresse nicht eingeben. Genauso Zugriff auf Kalender, dass ich Fahrten auch planen kann. Jetzt ist es so, dass wenn man Zugriffsrechte entzieht, die eine App unbedingt braucht, dann funktioniert die App in dem Bereich erstmal nicht mehr. Das heißt, wenn ich der Navigations-App den Zugriff auf den Kalender verwehre, dann aber eine Fahrt planen möchte, dann kommt erstmal eine Meldung. Hallo Duda, du hast mir den Zugriff auf den Kalender untersagt, ich kann die nicht planen. Und dann kann ich die mit wenigen Knopfdrücken wieder aktivieren oder wieder neu erteilen. Genau. Also Zugriffsrechte sind wichtig für eine App, damit sie funktionieren. Wenn wir die falschen Zugriffsrechte einschränken, meckert die App und sagt, okay, wir brauchen diesen Zugriff wieder, damit ich funktionieren kann. Gut, ich meine, Carlet, die lassen wir gleich noch mal ein bisschen suchen, ab welcher Version das machbar ist und möglich ist. Ich würde sagen, wir gehen dann jetzt einfach noch mal weiter. Und zwar ein weiter wichtigerer Punkt, der auch immer wieder gut genannt war, war die Sperrcodes. Und zwar gibt es ja unterschiedliche Codes, mit denen wir beim Smartphone zu tun haben, Zahlenkombinationen. Das ist zum einen die SIM-PIN, also eine vierstellige Nummer, mit der die SIM-Karte geschützt ist. Das ist die PIN-Nummer, die wir eingeben müssen, wenn wir das Smartphone neu starten. Diese PIN-Nummer ist mit der SIM-Karte verbunden und wird auch mit der SIM-Karte übertragen. Das heißt, wenn ich die SIM-Karte in ein neues Gerät tue, ist diese Nummer immer noch gleich und ich muss sie angeben. Dazu gibt es ein Gerätepasswort. Ein Gerätepasswort ist dafür da, um das Gerät vor unbefugtem Zutritt zu schützen. Das bedeutet, ich kann in den Einstellungen, das zeige ich gleich nochmal, unterschiedliche Methoden festlegen, wie ich das Smartphone schütze. Und die mehr oder weniger wirksam auch sind. Und diese Sperrmechanismen, die beziehen sich dann komplett auf das Smartphone. Das heißt, wenn ich einen Gerätesperrcode festlege und die SIM-Karte in ein neues Smartphone wechsle, dann bleibt natürlich der Gerätesperrcode auf dem alten Smartphone und ich nehme nur die SIM-PIN mit. So, der Gunther, der hat gerade recherchiert, ab der Android-Version 6 können Nutzer die Zugriffsrechte von Apps zum Teil selbst zuteilen oder verweigern. Gut, Android 6, dann war das mein Fehler mit 6 oder 7 mit den Versionsnummern. Von daher sei dies an dieser Stelle nochmal richtig gestellt. Und dir, Gunther, vielen Dank fürs Querrecherchieren. Mhm. Ich gehe jetzt einfach nochmal in die Freigabe. Und dann gehen wir mal in die Einstellung und ich zeige mal, wie man Gerätepasswörter festlegt und welche Arten von Gerätepasswörter es gibt. So, jetzt habe ich gerade die falsche Meeting-ID eingegeben. So, da bin ich wieder mit dem Huawei-Smartphone. Genau. Gerätepasswort, Geräte-PIN wird natürlich in den Einstellungen festgelegt, um in die Einstellung zu kommen. Einmal, also entweder natürlich die App-Einstellungen, die man ja hat, die hier unten auch zu sehen ist in zweiter Reihe, oder von oben runterwischen und dann auf das Zahnrad-Symbol draufklicken. So, jetzt habe ich hier bei dem Huawei-Smartphone die Option Sicherheit und Datenschutz. Unten dort drunter sind schon so ein bisschen die Inhalte aufgelistet. Face-Scan, Fingerabdruck-ID, Sperrbildschirm, Passwort. Ansonsten, wenn ich das nicht direkt finde, es gibt in den Einstellungen auch eine Suchfunktion. Und zwar hier ganz oben unter dem Wort Einstellung. Ich gehe nochmal zurück. Wir sehen oben das Wort Einstellung, unten drunter ist eine Suchleiste. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Suchbegriff eingebe, ich suche gerade in einem falschen Suchfeld. Irgendwie geht das hier mit der Eingabe, da, hier ist es, genau. Dann werden, sondern Sperren. So, dann werden mir hier auch schon Vorschläge angezeigt,
wo ich mit dem Begriff Sperren auch zu tun habe. Das heißt, App-Sperre zugreifen, Sperrbildschirm, Passwort. Ansonsten über die Einstellungen komme ich jetzt, wie gesagt, hierhin über den Bereich Sicherheit, Datenschutz. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, einmal Fingerabdruck-ID, Facecam oder Sperrbildschirm-Passwort, so heißt das hier, Sperrbildschirm-Passwort festzulegen. Ich kann mir jetzt eine sechsstellige PIN ausdenken. Bitte nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind so die beliebtesten Passwörter, die unsichersten aber auch. Habe hier aber auch die Möglichkeit, dass, die Entsperrmethode zu ändern. Das heißt, ich kann zum Beispiel eine vierstellige PIN eingeben. Viele nehmen zum Beispiel auch die PIN, die sie mit ihrer SIM-Karte haben. Spricht im Prinzip auch erstmal nichts dagegen, außer dass eine vierstellige PIN natürlich unsicherer ist als eine sechsstellige PIN. Dann eine benutzerdefinierte PIN. Kann ich auch eingeben, ist im Prinzip eine Zahlenkombination, so lang, wie ich sie mir 4 bis 32 Stellen, wie ich sie mir ausdenke. Dann kann ich ein Bewegungsmuster angeben. Das Schöne ist jetzt auch, genau, wenn ich das Bewegungsmuster aktivieren möchte, wird die Bildschirmfreigabe unterbrochen, damit Sie nicht sehen, welches Bildschirmmuster ich jetzt hier eingebe. Oder ich kann mich für ein Passwort entscheiden. So, dazu sei jetzt einfach mal ganz kurz gesagt, diese Bildschirmmuster, das haben Sie vielleicht auch schon mal bei vielen gesehen, das ist eine beliebte Methode, das ist einfach ein Muster, was man sich aussucht, was man dann hier auf dem Bildschirm drauf, mit dem Finger drauf kritzelt. Das ist eine sehr unsichere Sache. Weil unsere Finger hinterlassen Fettspuren auf dem Display. Und wenn wir das Smartphone so ein bisschen ins Licht halten, dann sehen wir die Fettspuren und können das Muster erahnen. Und von daher ist das eigentlich eine relativ unsichere Geschichte. Ich rate auf jeden Fall mindestens zu einer vierstelligen PIN, wenn nicht zu einer sechsstelligen PIN. Gehe hier nochmal in die Bildschirmfreigabe rein. So, hier habe ich jetzt, wie gesagt, die verschiedenen Entsperrmethoden, beziehungsweise Sie sehen jetzt erstmal gar nichts. Es wird Ihnen der Bildschirm angezeigt, das stimmt aber nicht. So, nochmal der Bildschirm, da ist er wieder, der Bildschirm, genau. Sicherheit, genau. Dann gibt es die Option Fingerabdruck-ID. Ich gehe jetzt hier nochmal raus. Fingerabdruck-ID, das heißt, ich kann mein Gerät, wenn es denn über einen Fingerabdruckscanner verfügt, einen Fingerabdruck dann, ich sag mal, abspeichern. Diese Informationen, die werden auch auf dem Gerät gespeichert. Je nach Gerät befindet sich der Fingerabdrucksensor unten am Smartphone auf der Rückseite oder eben im Displayglas mit drin. Ist, ich sag mal, auch eine relativ sichere Sache, geht auch relativ schnell. Facescan ist das sogenannte, ja, ist die Verifizierung über ein Gesichtsscan. Das bedeutet, dass die Kamera, die im Smartphone ist, eine Aufnahme von meinem Gesicht macht und ich dann eigentlich nur noch mein Gesicht in das Smartphone halten muss und das Smartphone sich dann freischaltet. Hier gibt es unterschiedliche Methoden. Hier gibt es einmal diesen normalen Gesichtsscan, das ist wie ein Foto, ist nicht so wirklich sicher, lässt sich teilweise auch schon überlisten, indem man ein gutes Bild von einer Person vor die Kamera hält. Und da lassen sich auch schon einige Smartphones mit oder günstige Smartphones vor allen Dingen mit entsperren. Was relativ sicher ist, das ist der sogenannte 3D-Face-Scan. Das heißt, hier sind zwei Kameras eingebaut. Das ist bei wenigen Top-Modellen so, bei Android genauso wie bei Apple. Das heißt, da wird dann mit zwei Kameras wirklich ein 3D-Scan vom Gesicht angefertigt, den man auch nicht so leicht einfach fälschen kann. Und man hält das Smartphone dann einfach nur noch vors Gesicht und ja, entsperrt ist das Gerät.
Soweit nochmal zu dem Thema Entsperren, Sperrcodes, Apps, Zugriffsrechte. Gibt es hier noch irgendwelche Fragen oder Rückmeldungen? Genau. Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, alles, was wir heute hier besprechen, das ist auch auf unserer Projektwebsite smartphone-entdecken.de auch, ich sag mal, in Form von Videos und Textbeiträgen sichtbar. Das heißt, hier unter Videowissen finden Sie für Einsteiger, für Fortgeschrittene oder auf der Seite eben alle Videos. Genau diese Punkte, die wir gerade besprochen haben, ein Video zu den Zugriffsrechten, die verschiedene Konnektivität und die Einstellung vom Smartphone. Das heißt, da werden Sie mit den Videos auch auf jeden Fall fündig. Gut, werfen wir jetzt gerade zur Abwechslung jetzt mal, wir haben ja auch das Thema Android und iOS, auch mal einen Blick in das Apple-Universum, wie es denn hier eben auch aussieht. Und zwar starte ich jetzt hier auch mal gerade das Meeting. So, das iPhone ist beigetreten. Und ich gebe hier direkt mal meinen Bildschirm frei. In 3, 2, 1 und ich kriege hier noch als Counter angezeigt. Das iPhone, das lässt sich ähnlich bedienen wie das Android-Smartphone mit Wischgesten von oben runterwischen. Kommt so eine Notifikationsbar. Wenn ich von unten nach hoch wische, werden mir die offenen Apps angezeigt, die ich hier habe. Und genauso kann ich nach links und nach rechts wischen. Ich habe einen Button mit den Einstellungen. Und auch hier in den Einstellungen ist eigentlich alles ähnlich wie bei Android auch zu erreichen. Unter der Rubrik WLAN kann ich mich mit WLAN-Netzwerken auch verbinden, indem ich einfach ein WLAN-Netzwerk aussuche, draufklicke, das Passwort eingebe. Ich habe hier die Option Face ID und Code, den ich jetzt gerade falsch eingegeben habe. So, und auch hier habe ich die Möglichkeit, Face ID, das ist der Gesichtsscan bei Apple, einen Daumenabdrucksensor gibt es bei der Version iPhone, die ich hier habe, nicht mehr. Oder eben den Code ändern, aktivieren. Und kann hier auch eben festlegen, was im Sperrzustand, also das heißt, wenn das Gerät gesperrt ist, was alles vorne in der Zentrale zu sehen ist, worauf man eben Zugriff hat. Ähnlich wie bei Android. Die Apps, die befinden sich bei den Einstellungen am ganz untersten Bereich, nämlich hier. Das heißt, es gibt keine extra Kategorie mit Apps, sondern die befinden sich alle hier. Und ich klicke auf eine App drauf und sehe dann direkt die Bereiche, wo die App Zugriff hat. Hier zum Beispiel auf den Standort, auf die Mitteilung und so weiter. Ein großer Vorteil von Apple ist, dass ich hier beim Standort die Option habe beim Verwenden der App. Das ist mittlerweile Pflicht seit einem Jahr mindestens. Das bedeutet, dass die App nur dann auf den Standort zugreifen darf, wenn die App gerade in Gebrauch ist und dann, wenn sie nicht in Gebrauch ist. Das ist, finde ich, eine ganz, ganz wichtige Funktion, die ich bei Android noch so ein bisschen vermisse. Und genauso kann ich auch hier die Einstellungen oder die Mitteilung entsprechend mit einstellen. Die Zugriffsrechte, wie wir sie vorhin bei Android hatten, die finden wir alle in der Rubrik Datenschutz. Wir befinden uns immer noch in den Einstellungen, sehen Sie. Und in der Rubrik Datenschutz habe ich zum einen die einzelnen Bereiche, die Ortungsdienste, Kontakte, Kalender, Erinnerungen, Fotos und kann jetzt mit Klick auf Kontakte zum Beispiel festgeben, wer jetzt Zugriff auf die Kontakte hat oder wer Zugriff auf den Kalender hat. Man kann das hier entsprechend auch verändern und regulieren und einstellen. Soweit zum Thema iOS. Wie gesagt, bei Apple ist alles relativ oder in kleinen Ticken einfacher, weil die Oberflächen eigentlich überall gleich sind. Ab einer gewissen Version
gespannt bin ich natürlich. Ab 19 Uhr, also vor 40 Minuten, sollte das neue iOS 13 freigeschaltet werden und das soll noch mal ein bisschen anders aussehen. Ich habe noch nicht reingeschaut. Es kann also sein, dass ich Ihnen jetzt was erzähle und morgen es ein klein wenig anders aussieht. Sind wir mal gespannt drauf. Okay, gehen wir nochmal zurück zum Android-Smartphone, weil hier nämlich noch Funktionen sind, die ich auch für sehr wichtig auch halte. Und zwar wieder in den Einstellungen runterswitchen, auf das Zahnradsymbol gehen. Gibt es nämlich unten den Punkt Google Services. Und unter Google Services kann ich sämtliche Daten einsehen, regulieren, die Google in irgendeiner Form von mir sammelt, protokolliert, festschreibt und kann die auch einsehen und auch reglementieren. Das Ganze ist unter Google Konto. Das ist jetzt das Google-Konto von dem Projekt-Smartphone. Das ist der Butler Alfred. Ich habe hier erstmal eine Übersicht, dann die persönlichen Daten. Daten und Personalisierung, Sicherheit. Also es ist einfach ein Menü hier oben, wo verschiedene Funktionen kategorisiert sind. Daten und Personalisierung, da befinden sich ganz wichtige Funktionen. Sie können hier nämlich die Aktivitätseinstellungen festlegen. Kurz, was ist eine Aktivitätseinstellung? Web- und App-Aktivitäten. Google, das Android-Smartphone, dokumentiert sehr genau, was sie gerade wann, wo, wie machen. Welche Apps sie benutzen, wo sie sich im Web benutzen, welche Seiten sie aufrufen, wie lange sie welche App nutzen und so weiter. Und diese Ergebnisse werden in den Web- und App-Aktivitäten festgehalten. Wenn Sie das nicht wollen, können Sie diese Aufzeichnung pausieren. Sie sehen, bei mir sind bei allen Funktionen steht pausiert unten drunter. Und zwar kann man in diese einzelnen Bereiche reingehen. Hier kriegt man nochmal alles erklärt, welche Aktivitäten aufgezeichnet werden. Und dann kann man hier direkt oben mit dem Schieberegler kann man die Web- und App-Aktivitäten aktivieren oder auch pausieren. Finde ich, ist eine wichtige Information, dass diese ganzen Einstellungen, die hier von mir getätigt werden, dass ich die auch entsprechend pausieren und auch reglementieren kann. Genauso der Standortverlauf. Google speichert alle paar Minuten, Stunden einen Standort, wo sie sind und hält das auch grafisch einsehbar in so einer Karte auch fest. Genau das kann man auch, pausieren. Sprach- und Audioaktivitäten, dass eben das Stimmprofil auch zur Verbesserung der Google-Dienste aufgezeichnet und verwertet werden. YouTube-Wiedergabeverlauf und so weiter. Meine Empfehlung ist einfach, gehen Sie bei Daten und Personalisierung und pausieren Sie alles, was Google über Sie sammelt. Im Bereich Sicherheit, hier kann man verschiedene Methoden festlegen, sich bei Google anzumelden. Google unterstützt, wie viele andere Dienste, eine sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das bedeutet, wenn ich mich in meinem Google-Konto anmelde, dann muss ich nicht nur mein Passwort mit eingeben, sondern zusätzlich mich noch auf dem zweiten Weg über dem Smartphone, über einen Code, den ich dahin geschickt bekommen habe, nochmal authentifizieren. Das hat den ganz klaren Vorteil, dass wenn mein Passwort mal herausgefunden wird oder von jemandem bekannt wird, dass der sich eben nicht ohne diesen zweiten Authentifizierungsweg dort einloggen kann. Hat allerdings den Nachteil, dass Sie das Gerät für diese doppelte Authentifizierung auch immer dabei haben müssen. Das heißt, wenn diese Authentifizierung über Ihr Smartphone läuft und Sie sich am Computer dann bei Google einloggen, missbrauchen Sie Ihr Smartphone, weil dort dieser Code hingeschickt wird, mit dem Sie sich dann anmelden. Das verbirgt sich hinter diesem Begriff Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das ist eine wichtige Sache, weil oft ist es auch so, dass Passwörter von Accounts, die werden in großen Datenbanken gespeichert. Ja?
Oft ist es ja auch so, dass Sie bei verschiedenen Diensten die Möglichkeit haben, sich mit Ihren Google-Daten anzumelden. Das haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen. Da gibt es dann ich nenne mal Dienst XY im Internet. Der bietet Ihnen an, Sie brauchen hier keine extra Zugangsdaten. Sie können Ihre Google-Zugangsdaten nehmen. Ist für Sie erstmal bequem. Sie müssen sich kein zweites Passwort merken. Aber Ihre kompletten Google-Zugangsdaten, Benutzername wie auch Passwort, die wandern in die Datenbank des anderen Anbieters. Und wenn diese Datenbank gehackt wird oder öffentlich wird, sind Ihre Google-Zugangsdaten öffentlich. Und deswegen empfiehlt man eben auch diese Zwei-Faktor-Authentifizierung, dass wenn so etwas passiert, auch jemand, der Ihr Passwort kennt, sich nicht einfach bei Ihnen einloggen kann. So, jetzt kommt hier noch ein Kommentar von Gunther. Mit Android 10 werden nur die Webaktivitäten von Chrome protokolliert oder auch von Firefox und Co. Das kann ich dir noch nicht sagen, weil keins meiner Geräte Android 10 hat, Gunther. Android 10 ist erst letzte Woche im Prinzip erschienen oder diese Woche erst. Es ist relativ frisch. Es ist derzeit nur auf den Google Pixel Geräten, also die Pixel Geräte, das sind die Smartphones direkt von Google, wo das nackte Android, was von Google kommt, drauf läuft. Die haben schon Android 10. Und die Geräte, die ich habe, die werden erst im Laufe des nächsten Jahres mit Android 10 versorgt. Also auch hier sehen Sie auch, wenn ein Update rauskommt, es reicht nicht, wenn der Hersteller Google sagt, es gibt ein Update. Ich muss auch immer warten, bis Huawei sagt, ich bekomme das Update, bis Nokia sagt, ich bekomme das Update. Bei Apple ist es eben so, da gibt es ein Update. Und alle Geräte der letzten 5 Jahre bekommen das. Update ist ein ganz großes Stichwort. Da wird der Gunther jetzt auch noch mal nicken. Das war ja auch Thema in Bad Soden. Viele sagen ja, okay, Updates kriege ich nicht mehr, ist aber auch nicht so wichtig. Das ist nicht ganz so richtig. Das Betriebssystem, was wir auf unseren Smartphones drauf haben, das Android-System, das ist nicht 100% perfekt. Ein Betriebssystem, das sind Millionen Zeilen von Programmiercode, da sind auch Fehler drin. Und diese Fehler, die werden manchmal erst deutlich, wenn ein Angreifer oder eine Schwachstelle eben auftritt. Zudem kommen immer wieder neue Funktionen mit dazu, die in das Betriebssystem mit eingebaut werden. Das passiert durch die sogenannten Updates. Bei Apple war es zum Beispiel eine lange Zeit so, da gab es einen, man nennt das Bug, das ist eine Schwachstelle, dass wenn man einen bestimmten Zahlencode per SMS an ein iPhone geschickt hat, dass das eingefroren ist. Dann konnte man es nicht mehr benutzen. Ähnliches gab es bei Android auch. So, diese Information ging dann an den Hersteller. Apple hat ein Update geliefert, also eine neue Versionsnummer. Und dieser Fehler war damit behoben. Wenn ich jetzt ein Smartphone habe, was keine Updates mehr bekommt, keine Updates vom Betriebssystem mehr, dann werden natürlich auch diese Schwachstellen, die hier auftreten, die werden auch nicht mehr behoben. Das bedeutet, jeder Smartphone-Hersteller hat einen unterschiedlichen Update-Zyklus oder auch eine Dauer, wo Updates bereitgestellt wird. Bei Huawei, die garantieren zum Beispiel 2 sogenannte Major-Updates. Das bedeutet, das sind die Sprünge von Version 9 auf 10 und von Version 10 auf 11. Und ich glaube, insgesamt 2 oder 3 Jahre diese Sicherheitsupdates dazwischen. Bei Samsung sind es, glaube ich, 3 Jahre Sicherheitsupdates. Bei Apple sind es 5 Jahre. Jetzt muss man aber wissen, diese 2 oder 3 Jahre, die gelten nicht ab dem Zeitpunkt, wo Sie das Gerät gekauft haben, sondern ab dann, wo das Gerät gebaut wurde und aktuell war. Das heißt, wenn Sie jetzt ein Android-Smartphone sich kaufen, wo Android 4 oder 5 drauf installiert ist, was es für billig Geld und kleines Geld irgendwie im Mediamarkt gibt, das ist dann aber schon 3 oder 4 Jahre alt. Das heißt, da werden Sie auch keine Updates mehr zu bekommen. Und es wird auch so sein, dass es wahrscheinlich einige Apps gibt, die nicht mehr auf dieser alten Version laufen. Ist das schlimm? Ein ganz klares kommt drauf an. Wenn Sie das Smartphone nur benutzen, um, ich sage mal, zu telefonieren, als reines Telefon ohne Online-Anbindung, denke ich, okay, kann man weiter nutzen, müssen Sie sich jetzt kein neues Gerät kaufen.
Wenn Sie aber eine regelmäßige Internetanbindung haben, wenn Sie WhatsApp nutzen, wenn Sie E-Mails nutzen, wenn Sie im Internet damit surfen, ist das Risiko relativ hoch, ja, oder auf jeden Fall höher als bei aktuellen Geräten, dass Sie sich eine sogenannte Malware, also ein Programm einfangen, was eben Ihrem Smartphone schadet. Deswegen auch ein Tipp, wir werden bei jeder Veranstaltung, werden wir gefragt, ich möchte mir gerne ein neues Smartphone kaufen, worauf soll ich denn achten? Das ist immer ganz schwierig, ist ja immer so die Religionsfrage Android oder iOS, da streiten sich ganz viele Geister. Im Endeffekt, viel wichtiger finde ich, neben der Größe, dem Gewicht, der Darstellung und natürlich auch dem Preis, die Tatsache, die Frage, wie lange bekomme ich noch Updates da drauf? Weil ein Smartphone, was billig ist, was 150 Euro kostet, aber das nicht mehr sicher ist, das bringt mir auf Dauer gesehen wirklich nicht wirklich was. Gut, das erstmal jetzt zu dem Thema Updates, Zugriffsrechte, Apps, Versionen. Ich frage jetzt einfach mal in die Runde, habt ihr noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen dazu? Also ich kriege das nicht installiert mit dem Pausieren, kriege ich gar nicht aufgerufen. Das ist bei mir gar nicht. Das wäre ein Thema, wo mich interessieren würde. Das ist ja wichtig. Machen wir das anschließend oder? Was nochmal installieren bitte? Du hast vorher gesagt, diese Zugriffsrechte, dass man das auf Pausieren stellt. Ja. Du hast das überall auf Pausieren. Und das geht bei mir nicht. Also das erscheint hier nicht. Das scheint, okay. Also ich habe da Google aufgerufen und dann kommt Foto, Kontaktdaten lesen, Aktivitätserkennung, aber da ist nichts dabei, wo ich jetzt auf Pausieren drücken könnte. Mal grad, Moment, bist du oben auf Google Konto gegangen? Ja. Ja. Google Konto und dann muss es ja so aussehen, dass beim Google Konto, ich zeige das jetzt hier einfach nochmal ganz kurz, wie das mit dem Google Konto aussieht und das sollte eigentlich bei allen gleich aussehen, dass oben im Prinzip Google Konto steht, dann hier deine Gmail-Adresse ist und du dann hier Übersicht, persönliche Daten. Ja. Hast du das? Nee, dann bin ich da falsch, weil ich da auch gar nicht mit dieser Suchleiste, das habe ich auch nicht. Ja, dann bist du gerade falsch abgebogen. Dann such doch nochmal die Google App oder über die Einstellungen in das Google Menü. Also über das Zahnrad Einstellungen gehe ich jetzt. Und dann gehe ich da. Gibt es kein Google-Menü, aber ich könnte über den Anwendungsmanager. Nee, also hier heißt es Google oder du hast auch irgendwo eine Google-App installiert. Das ist hier oben die App Google mit diesem bunten G. Von hier kommt man auch in die Einstellungen, in die Verwaltung vom Google-Konto. Google-Einstellungen. Hast du auf deinem Smartphone diese Google-App, die so aussieht wie hier links oben in dem Kasten? Das mit dem bunten G. Ja. Die hast du? Ja, die ist bei mir rund. Die klicke ich an und dann... Klick mal an. So, und jetzt halt unten bei mehr mit den drei Punkten rechts. Ja, jetzt bin ich dabei. So. Und jetzt ist hier oben ja der Google-Account, wo ich jetzt draufklicke. Und dann kommt Google-Konto verwalten. Oh, ich bin jetzt habe ich falsch gedrückt. So, Google-Konto verwalten. Und dann sollte so eine Ansicht kommen. Google-Konto, da bin ich wieder nicht dabei. Also bei mir kommt jetzt die E-Mail-Adresse, Suchaktivitäten, personalisierte Suche. Keine Ahnung. Bist du noch in diesem Bereich drin? Also ja. Da bin ich nicht so sicher. Ja, sind wir noch drin. Gut, hier gibt es unten drunter den Bereich Google-Konto verwalten. Google-Konto verwalten ist
Finde ich nicht. Wie komme ich zu dem Google-Konto verwalten? Indem du auf die E-Mail-Adresse drauf trittst. Okay. Ja, jetzt bin ja, ich du dabei. Kannst das hier, guckst du auf und zuklappen. So, und wenn du da draufklickst, dann kommst du auf dein Google-Konto. Das macht er wieder nicht. Okay. Doch, ja, warte mal. So, und dann haben wir hier Daten und Personalisierung. Ja. Genau. Ja. Genau, und hier sind die einzelnen Bereiche zum Einstellen. Das sollte eigentlich, weil es über die Google-App ist, bei jedem Smartphone gleich aussehen. Okay, findest du das? Nicht so richtig. Ich glaube, ich muss das mal noch mal in Ruhe nachvollziehen. Ansonsten kannst du es dir in der Aufzeichnung auch noch mal angucken. Genau. Wie gesagt, wichtig ist ja, die Google-App öffnen. Ich zeige es jetzt noch einmal, hier für alle sichtbar. Auf die Google-Account draufklicken, Google-Konto verwalten. Und dann habe ich unter meiner Gmail-Adresse, unter dem Namen, habe ich so ein Quermenü. Übersicht, persönliche Daten, Daten und Personalisierung. Ja. Und bei Daten und Personalisierung, da sind die ganzen Aktivitäten drin. Ja. Ja, der hat gerade noch nicht aufgemacht. Okay. Mhm. Naja, so lala. Klasse. Ja, gibt danke. Es denn sonst noch Fragen? Soweit alle Klarheiten beseitigt. Genau. Gut, wie gesagt, zur Wiederholung. Ab ja, dem Wochenende wird jetzt das Webinar als Aufzeichnung auf Smartphone-Entdecken zur Verfügung stehen. Ansonsten, wie gesagt, kann ich nur einfach noch mal darauf hinweisen, auf dieser Webseite sozusagen zum Selbstlernen. Bei Videowissen gibt es zahlreiche Videos eben über die Themen, teilweise was wir heute besprochen haben und noch wesentlich weiterführender. Also alles, wo ich mir gedacht habe, das kann für Sie interessant sein. Dazu gibt es jetzt hier Videos und die können Sie sich einfach auch so oft angucken, wie Sie auch wollen. Begleitend dazu gibt es oben auch die Texte zu den Videos. Das heißt, wenn Sie unterwegs sind und sich irgendwie in der Bahn oder im Bus sich jetzt nicht ein Video angucken wollen, was als andere stört, können Sie sich eben auch entsprechend die Texte auch durchlesen. Ich habe hier zum Beispiel auch nochmal so eine kleine Anleitung gemacht, den Google-Assistenten deaktivieren und eine kleine Bilderstrecke, was man dort alles machen muss. Genauso, wie gesagt, sämtliche Artikel, die wir als Video produziert haben, finden Sie hier als Text. Gut, letzte Chance irgendwie nochmal eine Frage in den Raum zu stellen. Ansonsten nähern wir uns auch schon gleich der 20-Uhr-Grenze. Dem scheint jetzt, oder der Gunther schreibt noch, wo kann man anzeigen, was Google schon alles über mich an Daten erfasst hat. Genau, und zwar... Das ist eine gute Frage. Auch das geht in diesem Menü, wo wir jetzt gerade waren, in Google und dann Google-Konto. Und jetzt gucken wir mal, können wir hier Daten verwalten und personalisieren. Wir waren vorhin in dem Bereich Daten und Personalisierung, die Aktivitätseinstellung. Und genau in dem Bereich, wo ich sie auch pausiert habe, kann ich weiter runter scrollen und auf Aktivitäten verwalten klicken. Und genauso kann ich mir auch unten alle Aktivitätseinstellungen anzeigen. Ich klicke jetzt mal auf Aktivitäten verwalten und muss jetzt das Passwort von dem Dienst-Smartphone eingeben, von dem Account, den ich gar nicht kenne. Aber man muss ja nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht.
Moment. So, da haben wir es. Falsches Smartphone. Genau. Ich beende hier mal ganz kurz die Freigabe, weil sonst natürlich jeder mein Passwort sehen würde. Da hatte mir gar nicht so viel Speicherplatz. Wenn wir das jetzt nachfragen würden. So. Und so, genau. So, dann komme ich jetzt hier, nachdem ich mich eingeloggt habe, da kommt man übrigens auch per Browser hin, indem man oben diese Adresse myactivity.google.com eingibt. Das ist die Adresse, die hier oben angezeigt wird. Und hier kann ich jetzt sämtliche Daten einsehen, zum Beispiel, dass ich am 9. September im Play Store Öffi installiert habe und so weiter und kann diese Information hier auch löschen. Genau. Also es geht alles über diesen einen Google-Zugang und Aktivitäten verwalten. Okay. Wenn es soweit keine Rückmeldung und Fragen gibt, beende ich jetzt gleich die Aufzeichnung. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Mitmachen, für die Rückmeldung und auch den Zuschauern, die sich dann die Aufzeichnung anguckt. Ja, viel Erfolg beim weiteren Smartphone entdecken. Macht's gut. Tschüss. So.